Schön. Der war noch nie mal zu linken ich Zeiten, weiß, mein Kumpel. Ich weiß, deswegen habe ich das ja auch gesagt. Deswegen habe ich es ja gesagt. Also ich finde das einfach unfair. Der Mann wurde zum Wirtschaftsminister gemacht und eigentlich hat ihm keiner auch nur eine Chance gegeben, einen Pfefferling für ihn gegeben. Und er hat es gut hingekriegt. Schauen wir uns doch mal an, wie die Geschichte weitergegangen ist. Da ging es ja in der Wirtschaft, da war ja auch über Inhalte gefragt. Wenn wir uns aber über die Verpackung unterhalten, und Herr Dumont, Sie haben selbst gesagt, es hat viel auch mit Optik zu tun, dann ist die Frage ja, wie schafft es dieser zu Guttenberg, in uns Bilder anzuklicken, die bei vielen Menschen auch offenbar eine wohlige Sehnsucht auslösen? Früher, glaube ich, hätte man einen Bravo-Starschnitt draus gemacht. Wir haben mal klassische zu Guttenberg-Bilder, und davon gibt es ja eine Menge, einem Profi vorgelegt. Wir haben sie Professor Klaus Cox vorgelegt, der ist Kommunikationsmanager mit eigener Firma und Lehrauftrag an zwei Unis. Schauen Sie sich mal die Fotos an und freuen sich auf die Interpretation. Wir sehen die große weltmännische Geste. New York, Times Square. Wenn man genau hinhört, hört man im Hintergrund Frank Sinatra singen. New York, New York, wer es hier schafft, schafft es überall. Das ist das eine, das Weltmännische. Das andere ist immer Askese, aristokratische Askese. Achten Sie mal drauf, der Anzug ist immer eine Nummer zu klein. Bürger sind dick, Barone nicht. Wir sehen ein Paar in auf den ersten Blick schlichter Eleganz und auf zweiten Blick merken wir, dass doch wesentlich mehr da ist. Das ist nicht nur das gegelte Haar, das ist nicht nur der kühne Blick, das ist nicht nur die lose Geste. Nein, das ist unser Traum, das ist ein deutsches Lady Di-Foto. Wir meinen, ein Fluggerät, drei Bundeswehrsoldaten und einen Minister zu sehen. Wir sehen viel, viel mehr. Das ist großes, ganz großes Kino. Und wenn Sie in die Struktur des Bildes blicken, dann habe ich fast biblische Assoziationen. Der Herr schreitet voran, die Jünger folgen ihm. Eine tiefe mythische Wirkung. Man muss sich ja fast selbst daran erinnern, dass das ein Truppentransporter und dass das ein Politiker ist. Das ist eine Lichtgestalt, wenn Sie genau hinsehen. Er inszeniert sich als Lichtgestalt vor diesem Kontext in einer Art und Weise, die man nur aus den James-Bond-Filmen kennt. Wir kennen dieses Foto eigentlich. Das war früher der dicke Helmut Kohl, der Riese aus der Pfalz, in einer unmöglichen Strickjacke im Flugzeug stehend und den dummen Journalisten auf den Block diktierend. Und hier sehen wir seine ganze Raffinesse. Er sitzt, obwohl da hinten sitzfrei ist, am Boden. Er sitzt zu Füßen der Journalisten. Wie Sie sehen, ist er wieder der Erleuchtete. Achten Sie auf seine Stirn. Warum glauben wir dann solche Bilder? Warum mögen wir sie sogar? Weil er die Fähigkeit hat, die Bilder, die schon in uns sind, weil wir sie im Kino gesehen haben, weil wir sie in Groschenheften gesehen haben, wieder erneut hervorzurufen. Man könnte ja den Eindruck haben, ihn hat da jemand hingestellt oder hat ihm gesagt, mach das so, er sei postiert worden. Nein, er posiert, er kann diese Rolle, er ist diese Rolle. Sie sind Schauspieler. Können Sie noch was von zu Guttenberg lernen? Das war Comedy. Glaube ich nicht. Aber ich muss noch eine Sache muss ich einhaken. Sie haben gesagt, ich hätte von Verpackung gesprochen. Wenn Günther Jauch in die Politik ginge, hat man doch gesagt, die meisten würden ihn zum Bundeskanzler sich wünschen. Das hat nichts mit Adel zu tun. Ne? Bundespräsident. Wir alle haben, Bundespräsident. Entschuldigung, ist ja kein schlechter Job. Ein bisschen Abstellgleis, aber trotzdem. Darauf habe ich gewartet. Es ist die Verpackung, aber nicht der Adel, sondern einfach, der passt halt gut in das jetzige Bild. Brad Pitt hätte es vielleicht auch geschrieben. Ich meine, dieser Professor ist more or less ein Comedian, nicht? Ja, also ich meine, das macht er wunderbar. Das war Mike Krüger in Maske. Fabelhaft. Also wirklich, er hat neulich mal gesagt, wenn er im Auto sitzt, fühlt er sich wie im Uterus. Der hat ein bisschen... Großartig präsentiert. Was will er von einem Politiker? Der Guttenberg ist immerhin Politiker und der will Politik gute Fotos. Will er genauso wie die Frau Bundeskanzlerin. Ja. Nehmen Sie aber doch mal das Bild aus der Maschine dort, wo er auf dem Boden sitzt. Ja? Und der Vergleich mit Kohl, das können Sie sicher noch unterstreichen, Frau von Rehlingen. Wie finden Sie ein solches Bild als PR-Beraterin?
Also ich finde es ein cooles Bild. Der Mann schaut einfach gut aus. Da kann er auch nichts dafür. Also man kann dem Mann jetzt nicht ununterbrochen ankreiden, dass er gut ausschaut, dass er gut angezogen ist. Er muss sich ist nicht auf den Boden setzen, wenn dann noch die Plätze frei sind. Ja? Okay, schon aber keine Ahnung, aber man muss eben ja nun jede einzelne Geste seines Lebens als hartes Kalkül ausrechnen. Und ich würde mal wahnsinnig interessiert sein, Frau Ditford, wo sehen Sie eigentlich diese gefährlichen, mafiösen, adligen Netzwerke? Ich weiß immer gar nicht, von was Sie da sprechen. Wen meinen Sie eigentlich da? Was habe ich in der Sie haben die ganze Zeit, sprechen Sie von diesen Netzwerken, von diesen gefährlichen Seilschaften, die aus dem... Ja, und das, Sie haben jetzt irgendwas im Kopf, was Sie glauben, nein, was ich denke. Nein, ich verstehe es einfach nicht, was Sie meinen, weil wir haben ja nur dieses eine. Nein, der Adel ist keine herrschende Klasse, sondern ist irgendwie eine sehr... Nein, überhaupt nicht. Darf ich jetzt die Antwort geben? Weil der Adel ist nichts anderes als eine etwas sonderbare Unterabteilung mit maximal 60.000 Mitgliedern des Bürgertums. Es ist aber doch auffällig, und das finde ich eher lustig, dass selbst die am schlechtesten ausgebildete adlige Frau immer noch einen Job kriegt, vor allen anderen vorgezogen wird, die sich da vielleicht bewerben, qualifiziert sind als Hotelempfangsdame oder als PR-Frau oder als sonst irgendwas. Bei mir ist es nicht so. Also nein. Nein! Massenhaft! Also, ich höre zur arbeitenden Bevölkerung. Ich bin nein, ich meinte sie gar nicht. Ich stelle keine Leute ein, nur weil sie adlig sind. Ganz bestimmt nicht. Absurde Idee. Entschuldigen Sie, Ihre Berliner Büro, also überall da, wo die Außenkontakte stattfinden zu den sogenannten Promis, müssen adlige Frauen sitzen. Also da verwechseln Ich habe mich bei dem Betrachten Ihrer Website echt checkig gelacht. Ich kann nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ja, es geht ja gar nicht um den Adel. Wenn man sich die zweite Person anguckt, ist von der Leyen. Ist kein Adel. Nein. Aber die Attribute sind ähnlich. Ja, Unabhängigkeit, auch mit Reichtum verbunden. Ja, genau dieselben Sachen. Wenn es Gutenberg nicht gäbe, stände da von der Leyen. Der entscheidende Punkt ist der Unterschied zum traditionellen Personal. Und das traditionelle Personal, deswegen habe ich gesagt, vor 30 Jahren hätte das nicht funktioniert. Doch. Das hätte selbst gab es niemanden. Nein, es gab einen ausgelacht. Konstantin von Bayern, der ein sehr populärer Politiker war. In den und sein Bruder Leutbund. Und Leutbund, das stimmt nicht ganz. Nein, aber wer hat denn über Bayern aber doch sich verkaufen. Gut verkaufen. Das wünschte ich mir eigentlich für den Rest des Kabinetts. Es ist nun mal auch viel Showbusiness, sonst kriegt man keine Stimmen. Darf ich Ihnen ein Beispiel dafür geben, für, wenn Sie sagen, es ist viel Showbusiness? Wir haben gerade eben über die Rolle der Frau gesprochen. Und es gibt ein Beispiel dafür, wenn wir über zu Guttenberg reden, dann müssen wir ja auch über seine Frau reden. Es ist ja oft eine Einheit. Kann ein Mann die Politik retten, wenn die Frau ihm hilft? Ja, da gibt es ein wunderschönes Beispiel im letzten Jahr. Es war Bambi-Verleihung. Der Verteidigungsminister hatte eine veritable Führungskrise, musste den einen oder anderen oder wollte den einen oder anderen General entlassen, sollte aber gleichzeitig bei der Bambi-Verleihung eine Laudatio auf Hoeneß halten. Und schauen Sie sich mal an, wie seine Frau, auch eine Adlige, ihn da rausgehauen hat. Und vielleicht verstehen wir dann etwas besser, wie so etwas funktioniert und ob das mit dem Royal Couple wirklich so lächerlich ist. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein unmöglicher Mann hat mir vor anderthalb Stunden circa dieses Redemanuskript zugesteckt, auf die politische Gemengenlage verwiesen und irgendwie so ein Ich-liebe-dich gemurmelt und betont, dass er die Rede im Zweifel frei gehalten hätte. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass die Nachrichtenlage ihn heute nicht mit uns feiern lässt. Was ich jetzt verlese, kommt jedoch von seinem, wie auch von meinem Herzen, und denken Sie sich einfach in den nächsten Worten Ihren Verteidigungsminister in dieses Abendkleid. Hier gibt es nochmal Applaus. Frau von Rehlingen, hätte Karl Theodor auf der Bambi-Verleihung selbst so einen Glanzauftritt hinlegen können, die Begeisterung hervorrufen können, wie sie das gemacht hat? Also ich glaube, das war nicht zu toppen. Das hat sie einfach perfekt gemacht. Und die hatte einfach wirklich auch was im Kopf und kann toll sprechen und hat Zivilcourage. Und das hat man an dem Abend auch schon gesehen. Eben fiel der Satz, das wäre vor 30 Jahren nicht möglich gewesen. Da waren Sie, glaube ich, noch Verteidigungsexperte beim Spiegel, Herr Lambsdorff. Wie kann das ankommen, dass während der Minister auf der Harthöhe gerade Generäle feuert, seine Frau gleichzeitig einen solchen Auftritt hinlegt und damit auch so etwas wie eine Neutralisierung schafft? Ganz einfach, weil sie es kann. Sie kann es. Sie ist einfach. Sie hat einfach. Sie hat selbst das Format, um solche Dinge zu tun. Und sie macht ja auch dieses Innocence in Danger, was ja wirklich eine großartige Arbeit, die sie da angefangen hat und die sie auch durchzieht. Ich habe das erlebt hier in der Philharmonie in Berlin. Die Philharmonie war knallvoll. Enoch Gutenberg leitete sein Orchester und einen Riesenchor.
Und das Ganze war für Innocence in Danger, das heißt für die Arbeit, die sie macht, um Kinder vor Kinderschändern zu schützen und zu behüten. Ich habe diese Sendung, die bei höchst umstritten war, bei RTL 2 nicht gesehen. Da hat sie ja einige Angriffe deswegen durchmachen müssen. Ich kann das nicht beurteilen. Tatsache ist jedenfalls, die Arbeit, die sie tut, und Kinderschänder sind ja nur wirklich ungefähr das Letzte, selbst in Gefängnissen werden die sozusagen in der dort auch noch vorhandenen Hierarchie unten angesiedelt. Das finde ich nun schon bewundernswert, dass sie sich da so reinhängt. Frau Dittol? Sie auch? Nein, ich finde, darf ich meine Kritik selber formulieren? Na klar. Dankeschön, das ist nett, dass wir das noch dürfen. Es gibt seit vielen Jahren und Jahrzehnten wirklich richtig gute Gruppen, daran habe ich gerade gedacht, im ganzen Land, die sich mit Gewalt gegen Kindern beschäftigen und gegen sozusagen sexuelle Attacken und sexuellen Missbrauch von Kindern. Das ist alles jetzt irgendwie plötzlich so im Schatten von so einer Inszenierung, die heißt, da ist die Gattin eines, mit dem man noch viel vorhat. Und die paktiert und keiner merkt diese Scheinheiligkeit und die Verlogenheit und sagt, ich mache das doch alles nur für die Kinder. Und dann paktiert sie nicht nur mit RTL 2, sondern auch noch mit diesem Drecksblatt Bild-Zeitung. Und es fällt niemandem auf, dass an dem Tag, wo sie dort schreibt, sind plötzlich die nackten Weiber aus dem Blatt raus, damit der Widerspruch nicht grafisch so deutlich wird. Merkt denn keiner, wie verlogen das ist? Es geht gar nicht um Kinder, es geht um Selbstinszenierung. Und dann ist eins noch, also ob an dem Tag wirklich keine Miezi-Fotos drin waren, das prüfen wir mal im Faktencheck. Das ist auch mal eine Aufgabe, finde ich, für den Faktencheck. Ich habe aber noch eine Anmerkung, was mich richtig erschrocken hat. Ich habe gedacht, und das habe ich eigentlich als Vorurteil erwartet, wenn dann so eine Kritik kommt, die zum Teil dumm war und zum Teil berechtigt war, dass sie dann ein bisschen überlegt, zurückgeht und überlegt, ob sie die Rolle richtig gefunden hat. Das war nicht, sondern sie hat fast aggressiv verteidigt. Und da bin ich als Demokratin zusammengezuckt, dass praktisch für Menschen, die ein scheußliches Verbrechen begehen oder vielleicht, da hat es ja noch gar nicht begangen, es besteht aber der Verdacht mit diesem einen Mann, der verschwunden war, sie hat denen praktisch die Grundrechte abgesprochen. Die hätten nicht so viel Recht wie andere, sich zu verteidigen wegen des scheußlichen Verbrechens. Und das widerspricht all dem, was ich als Linke jemals über den bürgerlichen Rechtsstaat wir gelernt habe. Über eine da RTL wurde mir ziemlich schlecht, Sendung, wo gefahndet wird nach Pädophilen. Sie haben da Pro und Contra angesprochen. Ich möchte es noch mal mit zwei Stimmen abbinden, damit alle wissen, worum es geht. Dann danach eine Frage an Sie, Helm. Pro. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft lobt die Sendung Tatort Internet. Sendungen, die sich mit der Verhinderung von Kindesmissbrauch befassen, erhöhen den Druck auf Pädophile im Internet. Wegen Kinderpornografie laufen dank der Polizeiarbeit schon hunderte Verfahren. TV-Formate können flankierend wirken im Sinne der Prävention. Wir begrüßen deshalb das Engagement von Stefanie zu Guttenberg. Contra. Die Bundesjustizministerin kritisiert die Sendung. Es besteht die Gefahr, dass Unschuldige angeprangert und große Schäden angerichtet werden und der Rechtsstaat in eine Schieflage gerät. Das ist ein hohes Risiko. Öffentliche Pranger braucht der Rechtsstaat nicht. Herr Dumont, Sie sind Liberaler im Herzen. Wo stehen Sie da bei dieser Diskussion? Ich kann mich sehr wohl erinnern, als es als älterer Herr wie XY damals rauskam. Da gab es auch eine Riesendiskussion. Da würde man Leute an den Pranger stellen, was ja nun wirklich nicht gut ist. Ich finde nur einfach, dass man die Frau eines Ministers oder die Frau überhaupt eines Mannes, die eine eigenständige Person ist, so streng beurteilt, finde ich einfach unfair. Er ist der Minister und sie ist nicht die Frau Minister. Sie kann Fehler machen. Warum soll sie nicht Fehler machen? Sie kann Schwächen zeigen, sie kann Stärken zeigen. Sie ist für mich nicht entscheidend. Für mich ist entscheidend der Politiker, der in dieses Amt gewählt wurde und nicht, was drumherum ist. Als nächstes kommt noch mit der Oma. Aber wir reden nicht über die Frau. Wir reden über den Minister Guttenberg. Und wir sollen doch bei dem Thema bleiben. Ich meine, als nächstes geht man noch, da sagt die Oma, hat mal Hühner geschlachtet. Wie geht das denn? Das ist doch Quatsch.
Ich finde, dass ein Mann, der in ein Amt oder eine Frau, die in ein Amt gewählt wird, die ist zu beurteilen und nicht jemand, der privat ist. Sie haben eben die Bambi-Verleihung gesehen, wo sie einen Satz sagt, sie waren sogar dabei. Ich hab, Sie waren dann, glaube ich, auch am Tisch mit ihr, wenn ich mich recht erinnere. Nein, da erinnern Sie sich sehr schlecht. Ich war nicht am Tisch. Gut, ich gucke noch mal rein in die Aufzeichnung. Und dort steht sie und sagt, stellen Sie sich Ihren Verteidigungsminister im roten Abendkleid vor. Jetzt dividieren Sie die beiden wieder auseinander. Ist das fair, Graf Quatsch? Ja, aber es ist trotzdem richtig, dass es um was anderes geht. Also ob die Sendung gut ist oder schlecht. Ich hatte Graf Quatsch gerade gefragt, ob das fair ist. Entschuldigung. Ich glaube, dass die Stefanie zu Guttenberg sehr wohl weiß, dass aufgrund der Tatsache, dass ihr Mann in diesem Amt sitzt, sie damit auch auf einem anderen und etwas exponierteren Tablett steht. Das ist sicherlich ein Fakt. Dass sie sich für Innocence in Danger engagiert, halte ich für absolut positiv. Es ist etwas, wofür man sich engagieren kann und engagieren soll. Und wenn das Leute tun, die im Rampenlicht stehen, bringen sie dieses Thema in eine größere Aufmerksamkeit. Das ist auch positiv. Absolut. Es mag sein, da gebe ich Ihnen durchaus recht, die Plattformen waren nicht ganz so geschickt gewählt. Ja. Mhm. Einer Adligen nicht würdig? Das wäre die falsche Kritik. Das ist wieder so eine Frage. Das würde jetzt implementieren, dass wir Adligen besonders intelligent sind. Sie kennen mich lang genug, um zu wissen, dass es nicht so ist. Wir kennen uns von SWR3, haben da mal zusammengearbeitet. Ja, das ist richtig. Ich glaube, sie hatte keine andere Plattform. Ich glaube, das war gar keine Choice. Und es ich finde es einfach erbärmlich, wenn man diese großartige Aktion, diese sehr zivilcouragierte Aktion jetzt relativiert und zum Beispiel sagt, weil die ganzen vielen anderen Verbände jetzt da sozusagen in den Schatten gerückt werden. Es geht doch nur um den Erfolg der Sache. Und ob jetzt eine gut ausschauende Stefanie zu Guttenberg das macht und Erfolg damit hat oder irgendein Verband Dunkelziffer, ist doch ganz egal. Hauptsache viel zu Erfolg. Lass uns diesen Komplex mal abschließen. Es war ja auch nur ein Beispiel dafür, wie die beiden in der öffentlichen Wahrnehmung verbacken. Hinter allem steht ja die Machtfrage auch. Was wird aus den zu Guttenbergs? Kann der Kanzler, kann der vielleicht bayerischer Ministerpräsident? Ich möchte unseren Zuschauern und Ihnen mal ein Beispiel zeigen, wie sehr dieses Thema mitten in Berlin angekommen ist. Zum Beispiel bei der Pressekonferenz, wo sich Frank-Walter Steinmeier nach der Nierentransplantation für seine Frau zurückmeldet. Er sitzt dort mit Gabriel und sie reden über Regierungspolitik. Steinmeier hat natürlich auch über die Transplantation geredet und man glaubt es nicht. Am Ende, mit was muss er sich beschäftigen? Mit der KT-Frage. Und dann sehen wir, dass das tatsächlich zur Politik wird. Herr Steinmeier ist ja einer der beliebtesten Sozialdemokraten in Umfragen. Ist das mehr als nur ein personelles Alternativangebot zu dem System Guttenberg, was in der Union ist, auch mit Blick auf sozusagen auf das Seriöse und auf die zukünftige Verwendung? Bei Herrn Guttenberg? Über den können Sie ja nicht befinden, aber Sie können ja Herrn Steinmeier Hoffnung machen. Die Antwort zur Frage, ob Herr Steinmeier eine Alternative zur Familie Guttenberg ist, in jeder Hinsicht beantworte ich das mit Ja. Ja, da wird süßerlich auch geschmunzelt, hat Gabel ja, übrigens recht, Frau von Rehling. Ja, ich meine, er hat es gut pariert, aber ich meine, es ist keine wirkliche Alternative zur Familie Guttenberg, finde ich. Wie kommt es denn eigentlich, dass Politikerpaare weltweit, wenn wir in Amerika denken, Obama, wenn wir an Frankreich denken, Sarkozy und seine Frau, dass die genauso sicher in der Glamour-Welt unterwegs sein müssen wie auf dem Parkett der Politik? Ist hilfreich, denn wir leben ja in einer medialen Gesellschaft und wenn man sozusagen auf allen Parketten unterwegs sein kann, hilft es natürlich sehr. Und da, glaube ich, ist die Erziehung tatsächlich wichtig, weil die einfach gelernt haben, in jungen Jahren aufzustehen, Reden zu halten und einfach mit allen möglichen Leuten auszukommen und zwar aus allen Schichten. Und ich glaube, dass das so ein Politikerleben extrem hilft. Also wenn man jetzt schon mal über adligen Background redet, den ich sonst nicht so wichtig finde. Herr Professor Hartmann. Naja, aber es spielt eine große Rolle, dass die Parteien in vielen anderen Punkten, was die Inhalte angeht, immer austauschbarer werden. Und dass die Leute sich dann konzentrieren auf das, wo die Unterschiede noch erkennbar sind. Also wenn ich mich in die 70er Jahre zurückerinnere, wenn man da SPD und CDU oder FDP, das waren klare inhaltliche Positionen und die lagen weit auseinander. Das ist zunehmend verschwommen, also mit Fischer und Schröder als Politiker, die dann in die Wirtschaft gegangen sind, bei Fischer am deutlichsten, der heute für Konzerne antritt, wo er eigentlich nach seiner früheren Überzeugung, so wie er sie kundgetan hat, wo er das unmöglich machen könnte, dann sagen die normalen Leute, na gut, wenn man sie da nicht mehr unterscheiden kann, dann gucken wir mal, wie sie ansonsten so wirken. Professor das heißt, Hartmann, es ist ein politisches Problem, dass das in diese Richtung geht. In dem Punkt,
Ich werde wahrscheinlich dafür keinen Beifall kriegen, aber Tatsache ist, dass der Austausch zwischen Politik und Wirtschaft, beziehungsweise Politik überhaupt und einem anderen außerhalb der Politik liegenden Lebens- und Arbeitswelt, halte ich für etwas Normales und für etwas Vernünftiges. Das ist etwas, wovon zum Beispiel die Amerikaner seit Jahrhunderten ihre Stärke ziehen, dass dieser Wechsel zwischen raus aus der Politik und wieder rein in die Politik, dass das eben wirklich etwas ist, was dieses Land vorwärts gebracht hat. Und ich meine, ich halte es auch für völlig normal, dass wenn ein Mann 10, 12, 20 Jahre lang Politik gemacht hat und sich sagt, meine Güte, es reicht jetzt, dass er dann ausscheidet. Und wenn er dann, also was weiß ich, was Herr Koch jetzt bekommt, vielleicht die Sache von Bildfinger und Berger, und wenn er die nimmt und wenn er das gerne macht, ja du lieber Himmel, warum nicht? Das ist doch seine persönliche Lebenschance. Nein, aber er ist gewählt worden von den Leuten mit Versprechungen. Für 4 Jahre. Ja, eben. Ja. Und man sagt so, die verdanken ihre Position den Wählern, die sie gewählt haben. Und dann sagen sie, jetzt habe ich aber keine Lust mehr, jetzt mache ich lieber was anderes. Was meine persönliche Lebensplanung das so vorsieht. Da kann ich sagen, wegen Ihrer persönlichen Lebensplanung sind Sie aber nicht kein Beruf. Ein Mandat ist kein Beruf. Ja. Ich halte auch die ganze Diskussion um die Nebeneinkünfte der Abgeordneten für völlig absurd. Ein Mandat ist kein Besuch nach 4 Jahren. Das ist jetzt Jahren, sehr leicht, die Kurve zu kommen. Jetzt wird ich einem Politiker das vorgeworfen, das richtig, dass er am Sessel klebt. Dann wirft man ihm vor, dass er nicht am Sessel klebt. Ja, was denn jetzt? Mit dem Sesselkleben nichts zu tun. Ein Politiker hat den Anspruch, Wählerinteressen zu vertreten und eine Überzeugung zu vertreten, unabhängig davon, ob er gewählt ist oder nicht. Er kann abgewählt werden, dann macht er das eben als normaler Abgeordneter oder wie auch immer. Was der Eindruck aber im Augenblick ist, ich sage ja, der ist nicht immer richtig, aber der Eindruck ist, die nutzen die gewählte Position, um dann in ein noch lukrativeres Amt zu kommen. Und das ist das gravierende Problem. Ich glaube, diese Gefahr besteht bei Karl Theodor zu Guttenberg nicht. Nein, deswegen. Wir haben eben schon diskutiert, warum, weil natürlich der Background da ist. Ja, Sie haben aber auch gesagt, es ist bei ihm der Eindruck einer stabilen Position. Also, dass man weiß, wofür dieser Mann steht. Ja. Wenn wir über die Machtfragen reden, was kann aus ihm werden? Da haben wir auch angesprochen, bayerischer Ministerpräsident, da hatte er es mit einem Ministerpräsidenten zu tun, der manchmal, um es vorsichtig zu sagen, das Problem hat, wo steht er denn heute? Und ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, was klar macht, in welchem Verhältnis Seehofer und Guttenberg stehen und was das für die Machtfrage in Bayern bedeutet. Guttenberg selbst hat ja alle Hände voll zu tun, die Sympathiewellen so abzureiten. Aber diese Wellen zeigen natürlich Wirkung, nicht nur bei ihm, sondern auch bei seinem Chef in Bayern. Einem Parteivorsitzenden kann doch nichts besser passieren, als dass er ein breites Wurzelgeflecht von jungen Frauen und Männern hat, die für jedes Amt in der Partei und im Staat in Frage kommen. Immerhin habe ich den Karl Theodor erfunden und geholt. Sky Dimon hat gerade gesagt, das ist Seehofer. Ja. Was meinen Sie damit? Naja, also als Beispiel würde ich sagen, ich stehe auf dem Korridor, habe einen Hut und einen Mantel an und weiß nicht, ob ich komme oder gehe. So ist Seehofer. Der wechselt seine Meinung wie Gabriel. Spricht daraus bei ihm, wenn er das so sagt, ich habe ihn erfunden, spricht daraus Hilflosigkeit oder will er sozusagen das Erfinderpatent für dieses System für sich bekommen? Er möchte das, was an positiven Gefühlen zurzeit im Volk herrscht, bei Guttenberg, möchte er auf sich ziehen. Er hat ihn erfunden. Es ist im Grunde sein Verdienst. Ich bin auch ein bisschen Gutti. Abstauben, haben Sie gesagt, ja, Graf? Genau das, was Graf Lambsdorff beschreibt. Er will Ruhm abstauben. Mhm. Abgesehen davon stimmt's nicht. Er hat ihn nicht erfunden. Er hat ihn in der CSU in bestimmte Ämter gebracht, das ist richtig. Aber die gesamten Leistungen, die Guttenberg in Berlin abgeliefert hat, zum Beispiel jüngstes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, das war nicht mit Seehofers zu tun. Seehofer sagt aber auch, mit der Beliebtheit zu Guttenberg sei es sehr schnell vorbei, wenn er mal etwas zu Hartz IV sagen muss, zur Atomkraft, zu den Bundeswehrstandorten. Ist er tatsächlich so beliebt, weil er die Feuerprobe noch nicht mal gerochen hat? Zu den Bundeswehrstandorten sagt er ja gerade was. Mhm. Und das ist eine Rasiermesserreform.
Ja, aber das ist nicht vergleichbar. Also wenn er jetzt länger Wirtschaftsminister gewesen wäre, es gab ja mal dieses Papier. Ja, ist schon klar. Es gibt in der Bundesrepublik zwei Ministerien traditionell, wo man in die innenpolitischen Auseinandersetzungen nicht verwickelt wird, das Außen- und das Verteidigungsministerium. Die haben diesen Vorteil. Bei der Verteidigung kann sich das jetzt ändern, aber bisher war das so. Aber als Wirtschaftsminister, es hat ja ein Papier gegeben, kurz vor den Wahlen 2009, und es hat ein Interview in der FAZ gegeben mit ihm, da hat er sehr klare Positionen bezogen. Die kann man nun teilen oder nicht, aber das waren außerordentlich klar formulierte Positionen zur weiteren Steuersenkung für Unternehmen und für Wohlhabende und gleichzeitig für weitere Umstrukturierung, Arbeitsmarktflexibilität und alles was. Also Positionen, wie sie mal unter dem Stichwort neoliberal laufen. Wenn er das hätte durchsetzen müssen und diese Position bezogen hätte, wäre es politisch klarer geworden. Dann glaube ich nicht, dass er so mit diesem Glamour-Faktor weiter operieren hätte können, sondern da wäre eine politische Auseinandersetzung geraten. Was Frau von der Leyen im Augenblick erlebt, seit sie vom Familienministerium ins Arbeitsministerium gewechselt ist. Da kommt sie nämlich in die Härten des Alltags. Und dann blättert der Glanz ein wenig, dann muss man Position beziehen. Und ich glaube, das ist das, was im Augenblick fehlt bei der Gutenberg-Diskussion, dass man guckt, was steckt dahinter. Der hat ja Positionen. Und der hat Positionen, die hängen auch zusammen mit seiner Situation als einer der 300 reichsten Deutschen. Das ist ja nicht zufällig. Also bestimmte Positionen. Frau von der Leyen macht das ganz gut. Aber ich meine, dass Sie gesagt haben, im Verteidigungsministerium, da gibt da das politische Auseinandersetzung. Sie sind, wie ich, relativ fortgeschrittenen Alters. Ja. Bei Franz Josef Strauß war das geradezu ein Kampf bis aufs Messer, um das, was er im Verteidigungsministerium gemacht hat, gewollt hat, getan hat. Ja, das war die Zeit, wo es noch darum ging, ob die Bundeswehr überhaupt wieder neu geschaffen wird. Das war die direkte Nachkriegszeit. Danach, seit Anfang der 60er Jahre, Helmut Schmidt, Apel, okay, egal wen Sie nennen. Zum Werner Höfer werde und wir wieder Wein in den Gläsern haben, gehe ich mal schnell rüber zu Brigitte Büscher, kommen wir gleich zurück in diese Runde. Was sagen unsere Zuschauer? Was trauen Sie Gutenberg zu? Wie finden Sie die Diskussion? Also Sie sind eigentlich genau da, wo das Panel gerade ist. Also Sie schauen vor allen Dingen auf den Politiker Gutenberg und versuchen ihn einzuschätzen für sich. Ich muss sagen, die Mehrheit, gefühlte Mehrheit, wie man das so versucht einzuschätzen bei uns am Telefon, ist erstmal für ihn. Und ich möchte es formulieren mit Herbert Semsch. Er ist 56 Jahre alt, kommt aus Brühl in Baden und sagt: Ehre, wem Ehre gebührt. Das Engagement, und dann nimmt er gleich beide mit ins Boot, der zu Gutenbergs für Demokratie und Bürger, ihr Auftreten und vieles andere mehr, wirkt angenehm positiv und ruft natürlich Neider aus den Startlöchern. Diesen beiden, also Minister Gutenberg und seiner Freifrau, kann vom Rest der politischen Chaostruppe im Bund und im Land niemand das Wasser reichen. Kann ein Mann die Politik adeln? Ja, er kann es, sagt auch Volker Freiesleben aus Köln. Er ist 70 Jahre alt und sagt, da die Politik nur noch dort etwas für Mensch und Umwelt bewegen kann, wo die Wirtschaftskonzerne zustimmen, brauchen wir dringend Politiker, die zuverlässig, ehrlich, geradlinig und wertevermittelnd sind. Der letzte war Heiner Geißler. Herr zu Gutenberg ist ein Sonnenstrahl am Gewitterhimmel. Ein Sonnenstrahl am Gewitterhimmel. Ich habe gerade schon gesagt, dass unsere Zuschauer auch versuchen zu gucken, für welche Inhalte steht der Politiker Gutenberg und was hat er da gut gemacht. Justus Renaud ist 40 Jahre alt und sagt, es sind für ihn vor allen Dingen drei Sachen, die Gutenberg gut gemacht hat. In der Kunduz-Affäre hat er Fehler zugestanden. Er hat das Wort kriegsähnlich im Zusammenhang mit Afghanistan benutzt. Und er sagt, drittens hat er die Aussetzung der Wehrpflicht für eine sinnvolle Sache gegen die eigene Partei und Koalition durchgesetzt. Hängt das mit dem Adel zusammen? Die meisten Zuschauer sagen ja. Angelika nennt sich selber Monarchistin, ist 31 Jahre alt und sagt, was offensichtlich in Adelshäusern heute noch gelernt wird, ist Takt, gutes Benehmen, zu seinen Argumenten stehen, egal was die Umwelt sagt. Es sind viele pointierte Einzelmeinungen bis hierhin. Der Sonnenstrahl war natürlich besonders schön. Wir haben das Ganze mal mit den Methoden der Demoskopie versucht, auf eine objektive Basis, eine repräsentative Basis zu stellen und haben mit Infratest-DMAP gefragt zum Thema Gutenberg. Ist Karl Theodor zu Gutenberg ein Vorbild für Politiker? Ja, sagen 64% der Befragten. Sie sehen im Verteidigungsminister ein Vorbild für seine Kollegen. Nur 22% denken, dass Gutenberg nicht als Vorbild für andere Politiker taugt. Wäre Karl Theodor zu Gutenberg ein besserer Kanzler als Angela Merkel? Fast die Hälfte der Befragten, 49%, sehen die beiden gleich auf und glauben, dass Gutenberg ein ebenso guter bzw. schlechter Kanzler wäre wie Angela Merkel. 11% glauben, Gutenberg würde das schlechter machen. Aber 30% sind der Meinung, Gutenberg wäre der bessere Kanzler.
Was ist der Hauptgrund für Guttenbergs Beliebtheit? 21% glauben, dass es an der Politik liegt, für die er steht. 8% sehen einen Zusammenhang zwischen Guttenbergs Beliebtheit und seiner adeligen Herkunft. Seine Persönlichkeit ist der Grund, sagen 62% der Befragten. Da ist die Frage natürlich wieder, woher speist sich diese besondere Persönlichkeit? Da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Eine spannende Zahl finde ich aus dieser Umfrage. 30% der repräsentativ Befragten sagen, er würde das besser machen als Frau Merkel. Herr Dumont, was hat der Baron, was die Physikerin nicht hat? Eine bessere Erscheinung. Ich glaube, dass das ganz bedeutend ist. Und ich glaube schon, dass die Ausstrahlung, er hat es nicht nötig. Er hat das ja auch meiner Meinung nach sehr gut gemacht, indem er damals gesagt hat, er hätte gedroht mit dem Rücktritt. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, will ich nicht beurteilen. Aber dadurch hat er eine